Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Village und dem Beagle. Wir haben schon einiges an Hölle hinter uns. Mega Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Und was soll ich sagen? Oh, Modellverbesserung, Modell Soldatjet. Habe ein Jetpack und Kopfstabilisatoren an ein Soldatenmodell angebracht. Mobilität deutlich besser. Experimente zeigen eingeschränkte Flugfähigkeit. Langstrecken nicht möglich, aber bereits erfolgreiche Flug durch zerklüftetes Gelände. Modellverbesserung, Modell Soldatpanzer. Habe eine Schutzhülle aus Aluminiumlegierung an ein Soldatenmodell angebracht, um Brustreaktoren und freiliegendes Gewebe zu schützen. Experimente haben ergeben, dass er regulär Feuerwaffen standhalten kann. Panzerung zu schwach gegen stärkere Einschläge. Weitere Entwicklung nötig. Das haben die mir doch jetzt nicht aus Langeweile gesagt. Das haben die mir nicht aus Langeweile gesagt. Haben die einfach nicht. Warte mal, bevor ich hier irgendwas mache. Nee, warte mal. Sorry, wenn ich euch jetzt ins Mikro gepustet habe, aber ich bin bitterlich am Ende. Für Schießpulver. Ich habe das Ganze für Schießpulver gemacht. Oh. Und für... Oh. Warum kriege ich so viel Pistolenmunition? Wenn Pistolenmunition gegen die überhaupt nicht hilft. Ich weiß aber, dass was da am Ende für uns zukommt. Ihr habt doch diesen Propellertypen gesehen, vor dem ich immer so verzweifelt versuche wegzulaufen. Und Heisenberg ist nicht so gnädig, uns den zu erlassen. Und das Pistolenmunition echt Gold. Wenn man trifft. Das ist die Voraussetzung. Ja. Ach so, die Granate hat aber nichts gebracht. Ist okay. Dass Heisenberg nicht super unglücklich damit ist, dass Ethan eben hier seine Einrichtung zerstört. Bist du etwa verletzt? Nein. Kannst du nicht zielen? Doch, du kannst zielen. Quappelquatzer. Alter Falter. Oh, Metallreste, sehr gut. Nochmal Metallreste, rostige Reste, Metallreste. Sehr gut. Hier ist alles grün. Aber von da, wo ich hergekommen bin, ist nicht alles grün. Okay. Schade. Sei es drum. Geht jetzt nicht anders. Mein Mitleid mit Ethan ist grenzenlos. Muss ich gar nicht hier hin? Doch, muss ich. Ich übersehe nur irgendwas. Okay. Ah, ich muss an den Rohren entlang. Okay. Was Ethan alles macht, ey, der ist einfach Vater des Jahrhunderts. Bester Vater ever. Der hätte so richtig diese Last of Us Geburtstagskarte von Sarah verdient gehabt, wo drauf steht, ich weiß nicht, wie du es machst, aber du bist der Vater des Jahrhunderts. Bester Vater. Einfach bester Vater. Ich würde sogar einen Schrot herstellen, aber... Drei Munition kann ich mir damit nur herstellen. Sorry, aber dann mache ich mir lieber eine Heilung, ehrlich.
Nicht mehr lange und sie beginnt ihre Zeremonie mit Rose. Mm. Wenn es dazu kommt, war's das. Für dein Kind und für das ganze Dorf. Keine Sorge, ich halte sie auf. Mit nett. Rose Hilfe kann ich Miranda töten. Armer Ethan, du bist der Einzige, der keine Ahnung von ihrer Kraft hat. Und du bist der Einzige, der keine Ahnung hat, wie stark ich eigentlich bin. Versuch's doch. Das hat sich gelohnt. Warte mal, was? Da war nichts drin. Mir aus. Ne, da habe ich nur. Ich frag mich, wo ich hier bin. Ich wette, hier hängt irgendwas an den Decken, was ich nicht sehe. Ist okay. Es geht noch weiter? Ja, Ethan, es geht immer noch weiter. Es wird immer noch schlimmer. Es wird immer noch heftiger. Oh! Duke! Dookie Boy! Habt ihr's gesehen? Aufzug zum Duke! Warte, wo bin ich denn jetzt hingefallen? Scheiße, wo bin ich jetzt hingefallen? Da wollte ich ganz bestimmt nicht hin. Oder auch doch. Ich habe wieder Schrot. Und noch eine Mine. Dann bin ich gerne hier hingefallen. Oh. Ja, dann bin ich gerne hier hingefallen. Das ist kein Thema. Ist sonst noch irgendwas hier für mich? Ein Kristall. Cool. Warte mal, das heißt, der einzige Raum, der nicht geklärt ist, ist der hier? Was habe ich übersehen? Ich meine, so groß ist der Raum nicht. Ich lasse doch. Da hätte ich fast 8 Schrotkugeln zurückgelassen. Also, nee. Ohne mich. Ich nehme an, jetzt ist der blau. Jetzt ist er blau, ja. Oh, Duke, ich bin so froh, dein grunzendes, rülpsendes Etwas wiederzusehen, ehrlich. Ihr seht, ich habe, hier einen heftig roten Fleck vor Aufregung. Heisenberg macht richtig Arbeit. Hey, Duke. Willkommen, Ethan. Willkommen. Nicht zufrieden? Ich finde, das ist ein fairer Preis. Ja, in deiner Welt sind das alles immer faire Preise. Aha. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ja, ich weiß. Nicht, dass mir das was bringt, aber... Danke für deine Treue. Ja, Duke, ja. Okay.
ganz nach unten. Warum spiele ich nicht nochmal Bayonetta 2? Ach ja, weil ich ja Resident Evil Parts brauche. Nein, ich freue mich auf Resident Evil ja eigentlich sonst immer. Aber Heisenberg ist wirklich anstrengend. Gebe ich zu. Gebe ich offen und ehrlich zu. Ziemlich dunkel. Ja. Ziemlich scheiße. Nein. Bitte nicht. Ist hier irgendwo an der Wand eine? Oh, das ist nicht gut. Das nicht. Aber da muss ich doch hin, oder? Ich muss da hin. Ich mach nicht viel davon. Ich muss da hin. Ich will nicht dahin, aber ich muss dahin. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Da unten muss ich hin, ne? Oh, scheiße. Hier unten muss ich hin, ne? Ja. Boah, ich hab grad keine Lust. Ich hab grad keine Lust, weil ich Schiss hab. Leute, ich will nicht. Ach ja, hier ist das. Das ist okay. Was ist das denn? Schalter. Okay. Gießanlage. Okay. Dann gießen wir mal alles, was wir haben. Die Kugel, das mache ich nicht. Voll geil. Ach, die Kugel, mache ich nicht. Aber ich habe doch noch eins gefunden, oder? Also gib mal. Nee. Ich denke mir gerade, wie viel kann es denn noch sein? Und dann denke ich dran, was kommt, wenn ich das wirklich alles geschafft habe. Und dann denke ich mir, es kann ruhig noch mehr kommen. Ich will nicht dahin kommen, dass ich da bin. Ja, so sieht's aus. Pferdeschlüssel. Okay. Okay, schauen wir mal. Dass hier was bringt. Warte mal, ich habe eine viel coolere Idee. Ah, er lebt noch. Ein bisschen was gebracht hat's aber schon. Oh. Da hat mich jemand aber schon richtig gern. Es hat sich auch gelohnt, da reinzugehen. Okay. Nee. Hier.
Das gibt richtig Kohle. So ist der Raum. Leider ist der Raum blau. Aber hier soll noch was sein. Ach, guck mal. Ach, Dietrich. Ja, komm, davon habe ich genug. Magnum-Munition hat sich definitiv gelohnt. Die Frage ist, wo muss ich jetzt genau hin? Da unten bestimmt nicht hin. Was ist hier? Die Kugel? Die Kugel mache ich nicht. Die ist super anstrengend. Seid mir da nicht böse, dass ich die auslasse. Aber die ist wirklich heftig anstrengend, die Kugel. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Ich weiß nur nicht genau, wie ich da hinkomme, wenn ich ehrlich bin. Konnte ich das vorhin auch schon machen? Egal, ich habe nichts mehr zu verlieren. Alles gut. Die sind heftig viel wert. So, wo ist der Schalter, den ich... Ist das der Schalter? Hm. Okay. Ah, okay. Ha. Muss ich Angst haben? Bestimmt. Stimmt, bestimmt, 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 bestimmt. Okay. Ich habe einen Dietrich zurückbekommen. Ist einer von denen noch am Leben? Ich kann... Aha! Einer ist am Leben! War so klar, dass da einer noch lebt. Und jetzt habe ich keine, aber die Blendgranaten sind's, ne? Und dann kann ich damit was machen. Okay. Also Blendgranaten. Operationsprotokoll Wiederbelebung. Das ist mein... Hören wir uns gleich an, in Ruhe. Oh. Sehr cool. 18. Versuch. 18. Heisenberg. Stalljunge, 20 Jahre alt. Viel betrunken in einen Brunnen. Körper in gutem Zustand. Brustkorb geöffnet. Entferne Herz und lebenswichtige Organe. Implantiere Kontrollgerät. Mhm. Ausgezeichnet. Kado haftet sich an das Nervensystem an. Oh. Schnellere Verarbeitung als zuvor. Es war offensichtlich genau das Richtige, den Meta-Albumin-Anteil im synthetischen Blut zu erhöhen. Leite jetzt Strom durch den Hirnstamm. Spannung 6600 Volt. Na los. Man muss es klappen. Ich habe keine Vorstellung, wie angespannt ich bin, oder? Kreation. Alles gut, Heisenberg. Endlich krieg ich dieses Miststück dran. Protokoll. Ich finde, Heisenberg hat einfach so Potenzial, der einfach geilste Antagonist aller Zeiten zu sein. Und irgendwie haben sie das schon versemmelt, wenn man mal ehrlich ist. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ich muss zu diesem... Mit dem... Ich muss zu, zum Duke zurück. Das ist richtig. Ja, hier bin ich richtig. Ich muss zum Duke zurück. Okay. Yeah.
verbringst nicht. Nein, das ist jetzt echt ein bisschen... Aber reicht es eventuell, um an ihn vorbeizugehen? Ja. Muss ich das so machen? Heisenberg übertreibt's minimal. Hi, wir müssen los. Ganz nach oben. Hey, Duke. Kann ich den Shop nicht mehr benutzen? Nein. Ach, jetzt geht's wieder, okay. Okay, okay, okay. Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Gut, dass dir gerade langweilig war. Gut, gut. Vielen Dank für deinen Einkauf. Okay. Gerne. Noch etwas? Oh, davon habe ich sogar 5. Und den hier. Davon willst du dich trennen? Ja, davon. Nein, nein, ich kaufe es dir gerne ab. Kann ich hier eigentlich noch irgendwas machen? Nein. Tja, Pech, ne? Sie ist als Investition. Ja, ja. Du und deine. Lernen Sie die Herstellung von Scharfschützenmunition. Okay. Da freut er sich. Hals- und Beinbruch. Jo. Okay. Warte. Was? Dafür braucht man Kräuter? Echt jetzt? Egal. Ach, Leute, nee. Cut. Jetzt bin ich schon so aufgeregt und nervös, dass ich den Cut vergessen habe. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich weiß gar nicht, wie weit wir sind. Ob da jetzt wirklich schon Heisenberg-Finale quasi kommt. Zwischenfinale. Aber ich kann nicht mehr. Eine Folge mache ich noch. Mal gucken, was da kommen mag. Und dann schauen wir mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein, ihr Lieben.